Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Allgemeine Musiklehre. Heute geht es um das Thema Klauseln und Kadenz. Klauseln sind kurze Melodiewendungen aus drei Tönen. Die wichtigsten Klauseln heißen Sopranklausel und Tenorklausel. Beide Klauseln zusammen bilden eine zweistimmige Kadenz. In unserem abendländischen Kulturkreis haben wir Klauseln bzw. eine Kadenz als einen musikalischen Schluss hören gelernt. Und eine zweistimmige Kadenz aus Sopran- und Tenorklausel klingt so. Klanglicher Höhepunkt einer vollständigen Kadenz ist die Dissonanz. Doch während es heute üblich ist, von einem dissonanten Intervall zu sprechen, ist es hilfreich, sich vorzustellen, dass nur eine einzelne Stimme dissonant ist. Das lässt sich am einfachsten an einem Beispiel aus dem täglichen Leben veranschaulichen. Stell dir einmal vor, du stehst in einer U-Bahn und neben dir steht noch jemand anderes. Im Bild gehört der Fuß links dir, der Fuß rechts einer Nachbarin. Bildlich gesprochen befinden wir uns in der Vorbereitung einer Dissonanz. Plötzlich ruckelt die U-Bahn, du machst einen Schritt und trittst aus Versehen auf den Fuß deiner Nachbarin. Musikalisch gesprochen ist das jetzt eine Dissonanz, doch nicht beide Füße tun weh. Nur der Fuß deiner Nachbarin wird schmerzen, er erleidet sozusagen den Schmerz, den dein Fuß verursacht hat und deswegen wird der schmerzende Fuß von deiner Nachbarin wahrscheinlich auch weggezogen werden. Das Wegziehen des Fußes ist wiederum die Auflösung der Dissonanz. Schauen wir uns diesen Unfall noch einmal als Verlauf an. Es gibt eine Vorbereitung der Dissonanz, eine Handlung als Auslöser der Dissonanz und eine Auflösung der Dissonanz. In Noten sieht das dann so aus. Im Bild siehst du die ersten beiden Töne der Sopran- und Tenorklausel. Zur Takt 1 tritt nun die Tenorklausel, den ersten Ton der Sopranklausel und, bildlich gesprochen, verursacht diesem Ton ein Leid, indem er ihn zu einer dissonanten Septime macht. Weil die Tenorklausel handelt, wurde sie früher auch als Agensstimme bezeichnet, was aus dem Lateinischen kommt und so viel heißt wie handeln. Da die Sopranklausel die Dissonanz erleidet, wurde sie auch Patienstimme genannt. Patti kommt auch aus dem Lateinischen und heißt so viel wie leiden oder erdulden. Vergleichbar mit einem schmerzenden Fuß, der weggezogen wird, weicht auch in der Musik die Patienstimme der Dissonanz aus. Man sagt auch, sie löst die Dissonanz auf. In dem Zusammenspiel von Sopran- und Tenorklausel sehen wir auch die drei aus der U-Bahn bekannten Phasen. Vorbereitung, Dissonanz und Auflösung. Folgt diesem Geschehen noch eine abschließende Oktave oder ein Einklang, wurde die Kadenz früher als perfekt angesehen. Natürlich können wir nun auch die Perspektive wechseln, indem wir uns auf die Zusammenklänge konzentrieren. Je nachdem, ob die Sopranklausel über oder unter der Tenorklausel erklingt, hören wir als Vorbereitung immer eine Konsonanz, zum Beispiel eine Terz, Quinte, Sechste oder Oktave. Der Konsonanz folgt die Dissonanz bzw. eine Septime oder Sekunde. Nach der Dissonanz erklingt als Auflösung immer eine unvollkommene Konsonanz, also eine Sechste oder Terz. Und am Ende hören wir dann eine vollkommene Konsonanz in Form einer Oktave oder einem Einklang. Zweistimmige Kadenzen aus Tenor- und Sopranklausel lassen sich als Folge von der Spannung über die Entspannung zur vollkommenen Ruhe verstehen. Und es gibt Quellen, die diese Bewegung in Analogie zur Sprache gesehen haben, also wie ein Sprechen, dem das Senken der Stimme und eine Atempause folgt.
Und sogar religiös wurde der Sachverhalt früher interpretiert, indem man die Spannung als irdisches Leiden und die Ruhe als göttliche Erlösung interpretiert hat. Musik zur damaligen Zeit und zur Ehre Gottes musste natürlich perfekt, also in einer vollkommenen göttlichen Ruhe, enden. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, die Kadenz als Bewegung von Einzelstimmen bzw. Klauseln zu verstehen. Und wenn du Lust hast, bis zur nächsten Folge der Allgemeinen Musiklehre. Ciao!